Hallo und herzlich willkommen zur vierten Vorlesung der Physik 1 für Studierende der Chemie und Biologie. Mein Name ist Jan Lipfert, ich bin Professor für experimentelle Biophysik an der LMU in München. In der letzten Vorlesung hatten wir uns mit Bewegungen beschäftigt und wir hatten gesehen, dass Kräfte die Ursache von Beschleunigung und damit von Bewegung sind. Zusammengefasst war das in den Newtonschen Axiomen, insbesondere in der Gleichung F gleich m mal a. In dieser Gleichung ist aber gar nicht spezifiziert, was das für eine Kraft F ist, warum Kräfte wirken, was es für Kräfte gibt. Einige Kräfte hatten wir schon kennengelernt und heute wollen wir uns zunächst ganz allgemein anschauen, was es für Kräfte in der Physik gibt und dann wollen wir einige Kräfte näher kennenlernen, insbesondere solche Kräfte, die bei Kreisbewegungen auftreten und Reibungskräfte, zunächst zwischen Festkörpern und dann auch in Fluiden. In diesem Sinne, may the force be with you. Die Einheit der Kraft hatten wir schon kennengelernt. Die SI-Einheit ist Kilogramm mal Meter durch Sekunde Quadrat. Und das sieht man letztlich aus der Gleichung F gleich m mal a auch direkt. In der Physik gibt es ganz fundamental nur vier Kräfte, vier Grundkräfte der Physik. Das ist zum einen die Gravitation oder Schwerkraft. Die haben wir schon kennengelernt in der Form m mal g. Wir werden in der nächsten Vorlesung sehen, dass es da auch eine allgemeinere Formulierung gibt. Die Schwerkraft wirkt auf Objekte, die die Eigenschaft Masse haben. Und die Schwerkraft wirkt also zum Beispiel zwischen Ihnen und mir, zwischen irgendwelchen Kugeln im Labor, zwischen Gegenständen des Alltags. Auf diesen kleinen Längenskalen ist sie aber in der Regel ziemlich zu vernachlässigen. Wichtig ist sie vor allem auf astronomischen Längen. Zum Beispiel ist die Schwerkraft dafür verantwortlich, dass unsere Erde ihre Atmosphäre behält. Sie ist auch dafür verantwortlich, dass sich unsere Erde um die Sonne dreht, genau wie alle anderen Planeten. Sie wirkt auch zwischen Sternen, zum Beispiel in unserer Galaxie oder sogar zwischen ganzen Galaxien. Die nächste wichtige Kraft ist die elektromagnetische Kraft oder elektromagnetische Kräfte. Die wirkt zwischen Objekten, die die Eigenschaft elektrische Ladung haben. Elektrische Ladung. So, Sie wissen vielleicht schon, dass elektrische Ladung in zwei verschiedenen sozusagen Spielrichtungen oder Geschmacksrichtungen, wenn Sie so wollen, auftritt, nämlich Plus, ups, nämlich Plus und Minus, positiv und negativ. Und Sie wissen wahrscheinlich auch schon, dass sich gleichnamige Ladungen abstoßen und ungleichnamige Ladungen anziehen. Die elektromagnetische Kraft ist für ganz viele Phänomene verantwortlich, die wir so im Alltag sehen oder auch im Labor sehen. Im gewissen Sinne könnte man sagen, dass die gesamte Chemie letztlich durch die Quantenversion der elektromagnetischen Wechselwirkung, der sogenannten Quantenelektrodynamik, beschrieben wird. Es gibt dann noch zwei weitere Kräfte, und zwar die sogenannte starke Kernkraft. Die hält tatsächlich die Atomkerne zusammen und die hält dann auch die Quarks in den Bestandteilen der Atomkerne zusammen. Wenn man also hier mal so reinzoomt, dann ist im Atomkern, das wissen Sie vielleicht, gibt es Neutronen, die sind neutral, aber es gibt eben auch Protonen. Und wenn man das Ganze elektrostatisch betrachtet, dann wäre so ein Atomkern natürlich sehr unstabil, weil da sind ganz viele positive Ladungen, aber so direkt keine negativen Ladungen, weil die Elektronen sind ja in der Hülle, sind weiter außen. Und um das zusammenzuhalten, braucht es eine sehr starke Wechselwirkung. Und das ist eben diese starke Kernkraft, manchmal auch einfach starke Kraft oder starke Wechselwirkung genannt. Die ist sehr, sehr stark, wie der Name schon sagt, aber extrem kurzreichweitig. Die ist also im Grunde nur relevant auf Längenskalen von Femtometern. Und dann gibt es noch die schwache Kernkraft oder schwache Wechselwirkung. Die spielt zum Beispiel eine Rolle beim Beta-Zerfall. Das ist also ein auch atomarer oder ein Prozess des Atomkerns. Da verwandelt sich ein Neutron in ein Proton, ein Elektron und ein Antineutrino. Und das ist also eine Art des radioaktiven Zerfalls. Insgesamt spielen die starke Kernkraft und die schwache Kernkraft eigentlich nur eine Rolle bei atomaren oder subatomaren, also letztlich Kern- und Vorgänge in der Kern- und Teilchenphysik und werden in unserem Semester jetzt hier eigentlich keine Rolle spielen. Sie seien aber hier der Vollständigkeit halber erwähnt. Insgesamt werden wir uns die Gravitation vor allem eben in der Physik 1 anschauen und die elektromagnetische Wechselwirkung kommt dann ausführlich in der, schreiben wir es mal hier hin, in der Physik 2. Das ist also Gegenstand des nächsten Semesters.
Gut, das sind also eigentlich die fundamentalen Kräfte, die es gibt. Und im Grunde gibt es in der Physik auch gar keine anderen. Es stellt sich aber heraus, dass es häufig schwierig ist, eine konkrete Situation, einen konkreten Vorgang komplett zu modellieren, wenn man wirklich nur ganz fundamental von diesen vier Grundkräften ausgeht. Deshalb ist es häufig sehr nützlich, effektive Kräfte einzuführen, also eine sozusagen phänomenologische Beschreibung von Vorgängen. Da gibt es also eine ganze Reihe von Kräften und einige davon haben wir schon kennengelernt. Zum Beispiel haben wir schon kennengelernt die Gewichtskraft, M mal G. Das hatten wir dann auch FG wie für die Gewichtskraft genannt. Wir hatten schon die Federkraft kennengelernt. Minus Kx, das ist die sogenannte Federkraft oder auch das sogenannte Hooke'sche Gesetz. Heute werden wir Reibungskräfte kennenlernen. Es gibt ja noch andere, die wir im Laufe des Semesters kennenlernen, zum Beispiel Auftriebskraft, Oberflächenspannung. Das sind alles Kräfte, die man letztlich zurückführen kann auf diese vier Grundkräfte. Sehr häufig sind das elektromagnetische Wechselwirkungen, die dem zugrunde liegen, wo es aber praktisch ist, so ein einfaches Gesetz auszustellen, anstatt zu versuchen, das sozusagen aus First Principles, aus den grundlegenden Annahmen herzuleiten. Und dann gibt es noch solche sogenannte Scheinkräfte oder vielleicht besser Trägheitskräfte genannt. Der Begriff Scheinkraft ist üblich, ist also ein bisschen irreführend, weil das irgendwie suggeriert, dass es keine wirklichen Kräfte sind, sondern diese Kräfte gibt es schon wirklich. Die haben aber etwas damit zu tun, dass sich Bezugssysteme beschleunigt zueinander bewegen. Wir werden also einige davon heute kennenlernen, zum Beispiel die sogenannte Zentrifugalkraft oder auch Fliehkräfte und Trägheitskräfte. Es gibt dann auch noch andere, die werden wir nicht im Detail besprechen, zum Beispiel die Corioliskraft. Allgemein ist hier also immer ein beschleunigtes Bezugssystem involviert. Beschleunigte Bezugssysteme. Und wir werden sehen, zumindest grob, wie das geht, wenn wir heute die Drehbewegung besprechen. Gut, apropos Drehbewegung, steigen wir gleich ein in die kreisförmige Bewegung. Und zwar in den nächsten paar Folien wollen wir uns mit einer Situation beschäftigen, wo wir eine Masse haben, nennen wir sie M. Die hat hier zu einem gewissen Zeitpunkt, den nenne ich T1, eine Geschwindigkeit v von T1 und die soll sich eben auf einer Kreisbahn befinden. Ja? Also eine gewisse Zeit später ist die Masse dann vielleicht hier drüben. Die Geschwindigkeit zu diesem späteren Zeitpunkt T2 zeigt dann in diese Richtung und ich habe hier einen Winkel, nennen wir den zum Beispiel mal Phi. Das soll also mein Drehwinkel sein, der hier also die Position letztlich auf diesem Kreis beschreibt. Jetzt gibt es einige Nomenklatur. Es gibt zunächst die Umlaufdauer hier drüben, die nenne ich groß T. Und ich kann auch die Frequenz definieren. Die ist normalerweise mit dem Buchstaben F bezeichnet und das ist einfach 1 durch T, also 1 durch die Umlaufdauer. Das hatten wir auch schon bei dieser Geschwindigkeitsbestimmung der Kugel, wo diese rotierende Scheibe war. Dann kann ich mir die Winkelgeschwindigkeit definieren. Das ist also eine Art der Geschwindigkeit, aber eben keine Geschwindigkeit Delta x durch Delta t, sondern eine Geschwindigkeit, wo ich die Änderung des Winkels pro Zeit mir anschaue. Die wird typischerweise mit dem Buchstaben Omega bezeichnet. Und wenn ich mir dann die ganze Umdrehung anschaue, dann ist es 2 Pi geteilt durch groß T. Und jetzt kann ich mich fragen, was ist denn in dieser Situation die normale Geschwindigkeit sozusagen, also die lineare Geschwindigkeit v? Und ich kann mich also fragen, v war ja Delta x durch Delta t. Und jetzt kann ich mich fragen, was ist das denn? Die Änderung des Ortes Delta x ist gegeben durch 2 Pi mal r, wenn ich mir einen ganzen Umlauf anschaue. Und r soll hier der Radius sein. Das ist also der Radius des Kreises, auf dem diese Masse umläuft. Und jetzt muss ich mich fragen, wie lang dauert ein ganzer Umlauf? Das ist natürlich gerade die Umlaufdauer groß T. Und damit habe ich denn mit der Definition von Omega, kann ich das auch schreiben, als Omega mal r. Und jetzt ist also Folgendes. Die Geschwindigkeit vom Betrage her soll sich nicht ändern. Ja, ich habe nicht gesagt, dass die Masse in dieser Kreisbewegung schneller oder langsamer wird. Das kann natürlich theoretisch auch passieren. Wir wollen aber mal davon ausgehen, dass es eine gleichmäßige Kreisbewegung ist. Und somit ist der Betrag der Geschwindigkeit konstant. Aber wenn ich mir die Skizze oben anschaue, sehe ich, dass sich die Richtung der Geschwindigkeit ändert.
Ja, also zum Zeitpunkt T1 zeigt die Geschwindigkeit ungefähr nach oben, zum Zeitpunkt T2 zeigt sie so schräg nach links. Mit anderen Worten, ich habe also meine Geschwindigkeit geändert, zwar nicht vom Betrage her, aber von der Richtung. Und die Newtonschen Axiome sagen mir, wenn ich eine Geschwindigkeitsänderung habe, dann habe ich eine Beschleunigung und die muss durch eine Kraft verursacht werden. Es muss hier also eine Kraft gewirkt haben. Und diese Kraft, die will ich mir jetzt näher angucken. Diese Kraft heißt Zentripetalkraft und die kann man sich folgendermaßen herleiten. Also betrachte ich hier wieder meine Masse zu einem Punkt und dann habe ich hier eine Geschwindigkeit v zum Zeitpunkt t1. Und dann habe ich die gleiche Geschwindigkeit hier eine Zeit später. Das nenne ich also v von t2. Und jetzt kann ich mir diesen kleinen Pfeil hier mal so rübergeschoben denken. Also ich kann mir sozusagen hier meine Geschwindigkeit v von t1, den Vektor hier sozusagen rüberschieben. Und dann sehe ich, dass es hier eine Änderung in der Geschwindigkeit gibt. Und die nenne ich Delta v. Gleichzeitig habe ich hier den Radius zum Zeitpunkt t1. Und hier habe ich den Radius zum Zeitpunkt T2. Und hier gibt es auch eine Änderung im Radius Delta R. Und jetzt kann ich mir das anschauen, dass also, wenn ich mir betrachte, mal die Änderung des Radiuses durch den Radius geteilt und dann sehe ich, das sind ähnliche Dreiecke. Dann habe ich, ist das gleich der Änderung der Geschwindigkeit und ich schreibe jetzt hier Beträge geteilt durch die Geschwindigkeit und ich lasse jetzt die Beträge und die Vektoren einfach weg und schreibe Delta V durch V, also das soll jetzt immer nur vom Betrage her gelten. Dann sehe ich also, dass die Änderung des Radius durch den Radius gleich der Änderung der Geschwindigkeit durch die Geschwindigkeit ist. So, was ich jetzt machen kann, ich kann die linke und die rechte Seite dieser Gleichung einfach teilen und zwar durch Delta T. Was bekomme ich dann? Dann bekomme ich hier ein Delta R durch Delta T geteilt durch R und auf dieser Seite bekomme ich ein Delta V durch Delta T geteilt durch V. Und jetzt kann ich das Ganze nochmal umstellen und ich kann schreiben, v geteilt durch r ist gleich Delta V durch Delta T geteilt durch Delta R durch Delta T. Und jetzt wissen wir ja, die Änderung der Geschwindigkeit nach der Zeit ist ja gerade die Beschleunigung und die Änderung der Position nach der Zeit ist gerade die Geschwindigkeit. Ich kann das also wiederum schreiben, a durch v. Und jetzt kann ich das Ganze noch umstellen und sagen, meine Beschleunigung hier, und das ist die sogenannte Zentripetalbeschleunigung, ist denn also gegeben durch V² durch R und mit dieser Beziehung zwischen V und R und Omega kann ich das auch schreiben als Omega² mal R. Und jetzt kann ich mich fragen, was ist denn jetzt die Kraft? Hier habe ich jetzt erstmal nur die Beschleunigung, aber ich weiß ja, F ist gleich M mal A. Mit anderen Worten, die dazugehörige Kraft, und ich schreibe hier auch wieder nur den Betrag, die sogenannte Zentripetalkraft ist jetzt also gegeben durch M mal die Zentripetalbeschleunigung. Ich kürze das ab, ist gegeben durch M mal V² durch R. Oder äquivalent m mal Omega² mal r. Das ist also die Zentripetalkraft, die zu dieser Zentripetalbeschleunigung gehört. Gut, ich kann mir jetzt mal anschauen, was passiert, wenn plötzlich nicht mehr diese Zentripetalkraft wirkt. Dann sehe ich das Teilchen geradeaus weiterlaufen, also tangential weiterlaufen. Und dazu haben wir ein kleines Video. Hier sehe ich also so eine Schleifscheibe, die rotiert sehr schnell und Teilchen, die sich von der Oberfläche lösen, fliegen radial weg. So, nun wollen wir uns anschauen, wie wir denn Zentripetalkräfte im Labor nutzen können. Und wenn Sie Chemie oder Biologie studieren, dann werden Sie sicherlich ein Gerät benutzen, das hier links abgebildet ist, eine sogenannte Tischzentrifuge. Die wird sicherlich im Labor Ihnen immer wieder begegnen. Hier ist tatsächlich ein Beispiel aus einer Publikation, die ich als Doktorand geschrieben habe.
Und das ist ein Protokoll. Und in diesem Protokoll wird eine solche Tischzentrifuge verwendet. Ich lese mal kurz vor. Also da ist im vierten Schritt eines langen Protokolls, heißt es da, Spin Buffer and RNA Sample Solutions for 10 minutes at 13,000 RPMs immediately before the sex experiment or sex measurement. Sex is Small Angle X-Ray Scattering. Das ist eine Röntgenstreutechnik. Darum soll es uns hier nicht gehen. Was wir jetzt anschauen wollen ist, was wirken hier eigentlich für Kräfte auf eine Probe, beziehungsweise wirken für Beschleunigung auf eine Probe, die in einer solchen Tischzentrifuge ist. Und jetzt kann ich also hier losrechnen. Ich kann mir also jetzt hier aus diesem Protokoll die 13.000 RPMs nehmen. Das sind Rounds per Minute, also Umdrehungen pro Minute. Das ist also gleich 13.000 1 geteilt durch Minute. Und jetzt muss ich die Minute umrechnen in Sekunde, damit ich SI-Einheiten habe. Und ich weiß natürlich, es sind 60 Sekunden pro Minute. Und damit sind meine 13.000 RPMs ungefähr 217 Hertz. Also Hertz ist eine Einheit für Frequenz. Und das ist einfach 1 durch Sekunde. Also ich könnte auch schreiben 217 1 durch Sekunde. Und jetzt habe ich diese Formel für die Zentripetalbeschleunigung, A zentripetal. Und das war ja gegeben durch Omega Quadrat mal R, also die Winkelgeschwindigkeit Quadrat mal den Radius. Was ist jetzt die Winkelgeschwindigkeit? Das ist natürlich 2 Pi mal die Umdrehungsfrequenz. Denn jede volle Umdrehung ist 2 Pi im Winkel mal wie viel Umdrehung ich pro Sekunde habe. Da habe ich also hier 2 Pi mal 217 Hertz. Das muss ich quadrieren. Und jetzt muss ich mich noch fragen, was ist denn der Radius? Nun, der Radius hier, wenn ich mir diese Tischzentrifuge anschaue, ist das etwa diese Strecke hier. Das ist also mein Radius klein r. Und den kann ich jetzt hier nur abschätzen. Wenn ich im Labor bin, könnte ich mir zum Beispiel ein Metermaß oder ein Lineal nehmen und tatsächlich die Tischzentrifuge ausrechnen. Ich schätze das jetzt hier einfach mal ab als ungefähr 0,1 Meter, also etwa 10 Zentimeter. Und wenn ich das eintippe in den Taschenrechner, dann bekomme ich 1,85 mal 10 hoch 5 Meter pro Sekunde Quadrat. Jetzt kann ich mich wieder fragen, ist das eine große oder ist das eine kleine Beschleunigung? Und auch da ist es wieder sinnvoll, das zu vergleichen mit klein g, der Fallbeschleunigung. Kann ich mir also ausrechnen, a zentripetal ist gleich 1,85 mal 10 hoch 5 Meter pro Sekunde Quadrat geteilt durch 9,8 in etwa Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist also ungefähr 19.000 mal die Fallbeschleunigung. 19.000 G. Jetzt kann ich hier noch aufdecken. In diesem Protokoll hatten wir damals geschrieben, 16.000 mal G. Der Grund ist, dass der Radius dieser Tischzentrifuge in Wirklichkeit nicht ganz 10 Zentimeter, sondern etwas weniger ist. Aber die Größenordnung stimmt. Ich kriege also hier Zehntausende von Gs mit so einer Zentrifuge hin. Und das ist jetzt nur so eine relativ kleine, einfache Tischzentrifuge. Es gibt auch noch sogenannte Ultrazentrifugen. Das sind wirklich so waschmaschinengroße Dinger. Und mit denen kriegt man noch viel höhere Beschleunigungen. Die sind also wirklich gewaltig, die man mit einer linearen Bewegung vermutlich gar nicht hinkriegen würde. Gut, noch ein weiteres Rechenbeispiel zum Thema Kreisbewegung. Sie sind vielleicht alle schon mal in der Achterbahn gefahren. Ich bin also schon mal in der Achterbahn gefahren. Zum Beispiel auf der Wiesn, die konnte ja dieses Jahr leider nicht stattfinden. Da ist das Foto hier links. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel einer Achterbahn. Diese hier ist auf Coney Island und da steht Loop the Loop im Hintergrund. Und was also diese Achterbahn können soll, ist, hier soll also jetzt ein Achterbahnwagen diesen in Annäherung kreisförmigen Loop durchlaufen, also diesen Überschlag fahren. Und so alte Achterbahnen sind tatsächlich so, dass sie nicht irgendwie einen Motor haben, sondern dass da also diese Achterbahnwagen einfach hochgezogen werden und dann mehr oder weniger frei diese Schienen runterfahren. Und was man sich jetzt überlegen kann, also hier dieser Loop, der soll irgendwie einen Radius R haben. Und was ich mich jetzt fragen kann, was passiert eigentlich hier oben? Und idealerweise sind die Leute vielleicht in dem Achterbahnwagen auch irgendwie gesichert, haben einen Anschnallgurt oder so. Aber wer weiß, vielleicht ist da ein Kind, wo der Anschnallgurt nicht so gut passt. Idealerweise möchte ich meine Achterbahn so konstruieren, dass selbst wenn ich also nicht angeschnallt bin, ich hier am höchsten Punkt von diesem Loop nicht rausfalle. Und das kann ich erreichen, indem ich die so konstruiere, dass ich schnell genug fahre,
dass dort oben die Zentripetalkraft gleich der Schwerkraft ist. Ich will also hier eine Situation haben, wo ich nicht rausfalle, sondern wo eben gerade die Schwerkraft dort oben die Zentripetalkraft ist. Deshalb stelle ich also hier jetzt ein Kräftegleichgewicht auf. Kräftegleichgewicht am höchsten Punkt in diesem Loop. Und ich möchte also haben, dass die Zentripetalkraft an diesem Punkt genau der Schwerkraft entspricht, F Schwerkraft oder Gewichtskraft, kann ich auch sagen. Ich habe also die Zentripetalkraft, war ja der Ausdruck m mal v² durch r. Und das soll also jetzt gleich sein mal der Schwerkraft oder der Gewichtskraft m mal g. Ich sehe, hier kürzt sich mal wieder die Masse raus. Es ist also für diese Betrachtung egal, ob da oben ein dicker Mann in dem Wagen sitzt oder ein kleines Kind. Die Masse kürzt sich tatsächlich raus. Und ich kann das jetzt noch umstellen hier. Und dann sehe ich, dass also die Minimalgeschwindigkeit, die ich ja letztlich hier durch diese Gleichheit ausrechne, ups, Verzeihung, dass also die minimale Geschwindigkeit, die ich haben muss, um am höchsten Punkt nicht aus dem Achterbahnwagen zu fallen, ist dann gegeben durch g mal r und daraus die Wurzel. Das habe ich bekommen, indem ich die Gleichung eine Zeile drüber einfach umgestellt habe nach v. Und jetzt kann ich mal typische Werte einsetzen. Ich kann mir also überlegen, dass zum Beispiel, also klein g will ich jetzt mal so ganz grob sogar einfach nur als 10 Meter pro Sekunde, also 9,8 ungefähr gleich 10 nähern. Und ich gehe mal davon aus, dass dieser Loop der Achterbahn vielleicht einen Radius von 10 Metern hat. Dann kriege ich also hier 10 Meter pro Sekunde mal 10 Meter, sind 100 Meter pro Sekunde, Meter Quadrat geteilt durch Sekunde Quadrat. Und das sind also dann ungefähr 10 Meter pro Sekunde oder eben sowas wie 36 Kilometer pro Stunde. Und das ist tatsächlich eine typische Geschwindigkeit, die so eine Achterbahn durchaus erreichen kann. Gut, an diesem Beispiel Achterbahn kann ich auch eine Sache ganz gut erklären. Wir hatten jetzt immer von Zentripetalkräften geredet und das war also die Kraft, die ich brauche, damit eine Masse auf so einer kreisförmigen Bewegung oder auf so einer kreisförmigen Trajektorie bleibt. Wir hatten ja gesehen, zwar ändert sich hier die Geschwindigkeit nicht vom Betrag, aber sie ändert sich von der Richtung her und deshalb muss ich also nach den Newtonschen Axiomen eine Kraft haben, die diese Änderung der Geschwindigkeit verursacht. Und die nenne ich eben Zentripetalkraft. Das ist, wenn man so will, die Betrachtung von außerhalb des Systems. Ja? Ich schaue von außen drauf, da läuft eine Masse in einer kreisförmigen Bewegung. Das bedeutet, die Geschwindigkeit ändert sich die ganze Zeit. Es muss nach den Newtonschen Axiomen eine Kraft geben und diese Kraft nenne ich eben Zentripetalkraft. Wenn ich jetzt selber in dem rotierenden Bezugssystem sitze, also ganz konkret, wenn ich zum Beispiel in dem Achterbahnwagen sitze, dann fühlt es sich für mich so an, als gäbe es eine Kraft, die mich nach außen reißt. Also in diesem Looping in der Achterbahn gibt es eine Kraft, die mich sozusagen in Richtung Schienen, Richtung Sitz zu drücken scheint. Und diese Kraft nennt man Zentrifugalkraft, manchmal auch Fliehkraft. Und im Grunde sind Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft genau das Gleiche. Die eine Kraft, die Zentripetalkraft nämlich, ist aber die Kraft, die ich habe, wenn ich sozusagen von außen schaue, von einem externen Bezugssystem. Und die Zentrifugalkraft ist die Kraft, die ich spüre, wenn ich in dem rotierenden Bezugssystem sitze, also zum Beispiel in der Achterbahn, die durch diesen Looping fährt. Das können wir uns jetzt nochmal an zwei anderen Beispielen veranschaulichen. Ganz allgemein nennt man solche Kräfte Scheinkräfte oder Trägheitskräfte. Und der Begriff Scheinkräfte ist also so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Er ist üblich, aber er sollte einen nicht dazu verführen, dass man denkt, diese Kräfte gibt es gar nicht. Das ist irgendwie Betrug oder irgendwie was Esoterisches, sondern das sind wirklich ganz normale physikalische Kräfte, die einfach dadurch entstehen, dass ich in einem beschleunigten Bezugssystem bin. Solche Scheinkräfte treten also eben dann auf, wenn ich nicht in einem Inertialsystem bin. Ein Inertialsystem sind also Systeme, das hatten wir beim letzten Mal schon besprochen, die sich vielleicht sind Bezugssysteme, die sich gegebenenfalls gegeneinander mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegen, aber nicht zueinander beschleunigt sind. Machen wir noch zwei Beispiele zu linearen Bewegungen. Wenn ich also zum Beispiel in einem Auto sitze und dieses Auto fährt plötzlich an, ja, dann kann ich einmal wiederum die Position des Beobachters von außen nehmen und sozusagen von außen drauf schauen. Und da sehe ich, aha, da sitzt jemand im Auto, erst steht er, dann fährt er auf plötzlich nach links weg.
Er ist beschleunigt nach links, dann muss also irgendwie eine Kraft wirken, die nach links wirkt. Diese Kraft nach links ist wahrscheinlich generiert irgendwie vom Motor und den Reifen des Autos. Wenn ich selber in diesem Auto sitze, dann fühlt es sich aber nicht so an, als würde da eine Kraft nach links wirken, sondern es fühlt sich so an, als würde mich plötzlich eine Kraft nach rechts in den Sitz drücken. Und das ist im Grunde genau das Gleiche wieder. Das ist also eben auch so eine Trägheitskraft, die, wenn ich in dem beschleunigten Bezugssystem des Autos sitze, fühlt es sich für mich so an, als gäbe es eine Kraft sozusagen in die andere Richtung, als die Kraft, die der Beobachter von außen sieht. Machen wir ein letztes Beispiel dazu. Wenn ich mir also vorstelle, ich steige in einen Fahrstuhl. Ich steige in einen Fahrstuhl, bin zunächst in Ruhe, drücke dann meinetwegen auf den Knopf 10. Stockwerk, der Fahrstuhl fährt nach oben. Der Beobachter, der von außen drauf schaut, sieht wieder jemanden, der im Fahrstuhl ist, der plötzlich nach oben beschleunigt wird. Da muss also eine Kraft wirken, die nach oben zeigt. Und diese Kraft wird irgendwie natürlich vom Fahrstuhl generiert und hat also irgendwas mit dem Motor und der Mechanik des Fahrstuhls zu tun. Wenn ich selber in dem Fahrstuhl bin, also wieder ein Beobachter in dem beschleunigten Bezugssystem bin, dann fühlt es sich nicht so an, als würde ich plötzlich würde eine Kraft nach oben wirken, sondern es fühlt sich so an, als würde ich plötzlich nach unten sozusagen in den Fahrstuhlboden gedrückt. Und auch das ist eben wieder so eine Trägheitskraft oder eine Scheinkraft. Wir wollen das dieses Semester ehrlich gesagt gar nicht mich mathematisch so genau beleuchten, sondern mir reicht es jetzt eigentlich, Ihnen das erstmal so in Worten zu erklären. Es ist wichtig, dass Sie wissen, dass es solche Schein- und Trägheitskräfte gibt. Sie haben die Begriffe Zentrifugalkraft und Zentripetalkraft sicherlich oder vielleicht zumindest schon mal gehört. Und im Grunde sind sie im gewissen Sinne das Gleiche. Das eine ist eben die Betrachtung von außen und das andere ist die Betrachtung in Anführungsstrichen von innen, eben als Beobachter in einem solchen beschleunigten Bezugssystem. Gut, an dieser Stelle wollen wir aber uns jetzt mit Reibung beschäftigen. Und für die Reibung brauchen wir etwas Nomenklatur. Und zwar brauchen wir folgende Überlegung. Wenn ich also eine schiefe Ebene habe, also wie zum Beispiel hier diesem Skifahrer, der einen sehr steilen Hang runterfährt, dann kann ich hier definieren, erstmal den Winkel, den der Hang mit der Ebene macht, den nenne ich hier mal Alpha. Und dann wirkt auf diesen Skifahrer hier eine Gewichtskraft, die nenne ich Fg, wie immer. Die ist gleich m mal g. M ist die Masse des Skifahrers. Und jetzt definiere ich mir zwei Kräfte. Und zwar die sogenannte Hangabtriebskraft. Das ist also die Kraft, die hier entlang des Hanges wirkt. Die nenne ich hier Fh. Und das schreibe ich hier auch gleich als Hangabtriebskraft aus. Und dann möchte ich mir noch ganz schnell eine weitere Kraft definieren, und zwar die Kraft Fn, und die nenne ich Normalkraft. Und jetzt im Übrigen kann ich mir überlegen, also der Winkel Alpha hier, das ist hier, ist das genau der gleiche Winkel. Das kann ich mir überlegen, wenn ich mir diese Dreiecke hier anschaue, also hier unten der Winkel, den die Schwerkraft mit der horizontalen macht, ist natürlich genau 90 Grad. Gut, jetzt kann ich mir überlegen, dass die Normalkraft, das ist also die Kraft, die senkrecht auf dem Hang steht. Das ist also die Komponente der Schwerkraft mg, die senkrecht auf dem Hang steht. Da kann ich mir über, die werde ich eben Fn nennen. Und da kann ich mir überlegen, das ist die Schwerkraft mal der Cosinus von Alpha. Ja, und die Schwerkraft ist natürlich gegeben m mal g, also ich kann hier auch schreiben m mal g Cosinus Alpha. Und ich sehe das ganz einfach, wenn Alpha gleich 0 ist, dann ist diese schiefe Ebene also eigentlich gar nicht schief, sondern ist einfach eben. Und dann ist natürlich die gesamte Schwerkraft gleich der Normalkraft oder beträgt sozusagen die gesamte Schwerkraft zur Normalkraft bei und der Cosinus ist in diesem Fall auch 1, dann ist nämlich Alpha gleich 0. Und dann gibt es eben auch noch diese sogenannte Hang Abtriebskraft, die nenne ich Fh hier in diesem Kontext. Das ist dann die Komponente der Schwerkraft, die sozusagen entlang des Hanges zeigt. Und das ist dann in dem Fall Fg mal Sinus Alpha oder eben auch m mal g mal Sinus Alpha. Noch das kann ich mir leicht überlegen. Wenn Alpha gleich 0 ist, dann ist also meine schiefe Ebene einfach flach. Dann gibt es keine Abtriebskraft, die muss dann 0 sein und Sinus von 0 Grad ist auch 0. Gut,
Mit dieser Terminologie kann ich mir jetzt verschiedene Reibungssituationen anschauen. Da will ich aber jetzt erstmal ein paar allgemeine Sachen sagen. Also Reibungskräfte, wie wir sie gleich beschreiben wollen oder besprechen wollen, sind phänomenologische Kräfte. Ja, das sind also ganz klar keine dieser vier Grundkräfte. Die gehen letztlich mikroskopisch irgendwie auf elektrostatische Wechselwirkung oder sowas zurück. Sie sind aber häufig nützliche Näherungen. Und sind auch nicht, so wie wir es jetzt besprechen werden, sind es also wirklich auch nur Näherungen. Sie sind aber, wie gesagt, nützlich, um gewisse Situationen zu beschreiben. Und wir werden also insbesondere drei Typen von Reibung kennenlernen. Zunächst einmal die Reibung zwischen Festkörpern und dann Reibung in Fluiden. Fluide sind Flüssigkeiten und Gase. Und da werden wir sozusagen zwei Spielarten kennenlernen. Reibungen, die auftreten bei laminaren Strömungen, die sind vor allem in Flüssigkeiten wichtig. Und Reibung, die auftritt bei turbulenter Strömung, die gibt es auch in Flüssigkeiten, aber vor allem dann auch in Gasen. Um es nochmal ganz klar zu sagen, auf atomarer Ebene gibt es keine Reibung. Diese Reibungskräfte sind also irgendwie phänomenologisch, gelten letztlich auch nur für so etwas makroskopische Situationen. Und wie wir schon gesehen haben, ist es häufig so, dass natürlich Reibung verhindert, dass wir in Anführungsstrichen die wahren physikalischen Begebenheiten sehen. Wir hatten also zum Beispiel gesehen bei dem Fallexperiment mit Kugel und Feder, erst wenn ich die Reibung eliminiere, indem ich sie also im Vakuum fallen lasse, habe ich dann diese schönen Fallgesetze gesehen. Aber eben in der Realität, im Alltag sind Reibungskräfte ganz typisch und treten ganz häufig auf. Ganz allgemein zur Festkörperreibung kann ich sagen, dass ich also hier irgendwie einen Grundkörper habe und auf dem soll ein anderer Körper entlanglaufen, den nennen wir Gegenkörper. Und hier wirkt jetzt eine Normalkraft. Ja? Das soll also die Normalkraft sein. Wir werden gleich sehen, dass die Normalkraft hier eine wichtige Rolle spielt. Und jetzt kann ich mir überlegen, also hier wäre jetzt ein Beispiel für Reibung. Hier ist, also das nennt sich Curling. Und hier ist also eine Masse und hier wirkt jetzt eine Normalkraft. Und in dieser Konstellation wäre die Normalkraft einfach gleich der Gravitationskraft, ja, weil ich bin in der Ebene. Wenn ich aber nicht in der Ebene bin, zum Beispiel beim Klettern, dann hätte ich sicherlich eine Situation hier, wenn ich mir die Schuhspitze angucke. Hier müssen jetzt auch irgendwelche Kräfte wirken. Hier wirkt natürlich die Schwerkraft auf diesen armen Kletterer, Fg. Und hier gäbe es jetzt eine Komponente, nämlich eine Hangabtriebskomponente Fh und eine Normalkomponente Fn. Und hier würde man zum Beispiel sofort sehen, dass die Normalkraft sicherlich nicht gleich der Gewichtskraft oder Schwerkraft ist. Gut, jetzt werde ich mir also folgende Situation anschauen. Stellen Sie sich vor, ich habe irgendein Objekt. Hier ist so eine ganz einfache Zeichnung mit einem Strichmännchen und einer Kiste. Das könnte der Tisch sein, das könnte eben eine große Kiste sein, irgendein Objekt. Und ich möchte dieses Objekt wegschieben. Und jetzt möchte ich mir überlegen, was denn da für Reibungskräfte eine Rolle spielen. Dann gibt es also folgende Situation, und was ich hier malen möchte, ist eine Grafik, die die Reibungskraft und die externe Kraft verknüpft. Also ich möchte hier sozusagen das Männchen, und deshalb ist das auch orange eingefärbt, schiebt hier mit einer Kraft F extern diese Kiste oder versucht erstmal diese Kiste wegzuschieben. Und im Allgemeinen steht dieser externen Kraft jetzt eine Reibungskraft entgegen. Und um jetzt nicht die Richtung dieser Kräfte ständig berücksichtigen zu müssen, möchte ich hier Beträge schreiben. Also ich möchte sagen, meine Reibungskraft, und ich schreibe hier vom Betrage her, und hier auf der x-Achse soll die externe Kraft sein, F extern. Extern. Und eben auch der Betrag. Denn es wird so sein, dass sie in unterschiedliche Richtungen zeigen, aber mich interessiert jetzt hier vor allem der Betrag. Gut, wenn ich anfange, an meiner schweren Kiste zu schieben, dann werde ich zunächst eine Situation haben, dass sich die Kiste nicht bewegt. Wenn sich die Kiste nicht bewegt, bedeutet das nach den Newtonschen Axiomen, es wirkt keine Gesamtkraft. Also irgendwie ist es so, dass meine externe Kraft von der sogenannten Haftreibungskraft, die ich dann habe, von der Reibungskraft, und Haftreibungskraft ist die Situation, dass sich der Körper noch nicht bewegt, wird diese genau kompensiert. Also mit anderen Worten, vom Betrage her wird in dieser Situation die Reibungskraft und die externe Kraft gleich sein und dann bekomme ich hier also einfach eine 45-Grad-Linie. Ja, und ich kann jetzt hier diese Zahlen, also diese Situation hier auf der linken Seite, hier mit meiner Grafik verknüpfen. Also wenn ich hier anfange zu schieben, dann bin ich hier meinetwegen bei Punkt 1 und dann bin ich bei Punkt 2 und hier oben möchte ich dann bei Punkt 3 sein.
Und Punkt 3 soll der Punkt sein, wo diese Kiste sich gerade noch nicht bewegt. Aber wenn ich etwas stärker schiebe, dann fängt sie sich an zu bewegen. An diesem Punkt 3 habe ich also die maximale Haftreibungskraft. Die nenne ich dann F-Reibung, Haft, maximal. Und die ist gegeben durch einen Koeffizienten der Haftreibung, den nehme ich Reibungskoeffizienten, H für Haftreibungskoeffizienten und der Normalkraft. Das ist sozusagen meine Definition hier. Das kann man dann auch messen, aber das ist sozusagen jetzt erstmal eingeführt, die Haftreibungskraft. Und wenn ich dann also noch weiter schiebe und dann auf einmal fängt sich die Kiste an zu bewegen und dann schiebe ich die Kiste vor mir her, das ist die Situation. Hier bei Punkt 4, da habe ich dann hier auch eine Bewegung, da habe ich also hier irgendwie zum Beispiel eine Geschwindigkeit V. Und da wirkt jetzt aber immer noch eine Kraft, denn wenn ich so eine große Kiste durch die Gegend schiebe, dann geht das sicherlich nicht ohne Kraft. Und dann brauche ich aber eine Kraft, die der sogenannten Gleitreibungskraft entspricht. Also habe ich Fr Gleit. Und diese Gleitreibungskraft ist proportional wieder zu einem Koeffizienten, nämlich dem sogenannten Gleitreibungskoeffizienten μr, g, also r für Reibung, g für Gleitreibung, μ ist eben dieser Koeffizient, mal die Normalkraft wieder. Ja, und ich sehe schon, diese Koeffizienten μrh und μrg sind einheitenlos. Die haben also die Einheit 1, denn die Gleitreibungskraft und die Haftreibungskraft und die Normalkraft sind ja alles Kräfte und haben also schon Einheiten von Kraft. Gut. Das ist also hier die Situation, wenn ich Objekte versuche zu verschieben. Mit einer großen Kiste können Sie das selber mal ausprobieren. Wir haben jetzt ein Video vorbereitet, das Ihnen das wirklich quantitativ mal zeigt. Diesem Experiment zur Haft- und Gleitreibung haben wir einen Korken oder so ein Korkobjekt. Das ist auf einer Oberfläche aus Papier. Es gibt hier ein Gewicht, das eine Normalkraft ausübt. Und statt jetzt den Korken über das Papier zu schieben, ziehen wir das Papier weg. Aber das ist letztlich äquivalent. Die Reibungskraft wird mit diesem Kraftsensor hier gemessen. Jetzt läuft das gleich los und dann geht auch die Messung der Reibungskraft los. Wir sehen, die Reibungskraft steigt erst linear an, fällt dann ab und wird dann annähernd konstant. Und der konstante Bereich ist natürlich dieser Gleitreibungsbereich. So, im Experiment haben wir also gesehen, wie Haftreibung und Gleitreibung funktionieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo bekomme ich diese Koeffizienten her, diese μs? Und die kann ich messen und auch da kann ich mir eine experimentelle Situation überlegen. Und zwar ist die folgende. Stellen Sie sich vor, Sie legen ein Objekt, von dem Sie also den Reibungskoeffizienten bestimmen wollen, auf eine Unterlage und diese Reibungskoeffizienten, die sind im Grunde immer für Paare von Materialien. Also für diese Kombination möchten Sie jetzt den Reibungskoeffizient bestimmen. Und dann können Sie letztlich diese Unterlage immer weiter wie eine schiefe Ebene schiefstellen und schauen, an welchem Punkt der Block oder das Objekt oder was auch immer Sie da haben, wovon Sie den Reibungskoeffizienten bestimmen wollen, an welchem Punkt, also an welcher Neigung, fängt dieser Block gerade an zu rutschen. Ja? Und an diesem Punkt muss gelten, dass die Haftreibungskraft und zur Erinnerung, die soll ja sein μr, h mal die Normalkraft und das ist eben die Haftreibungskraft, um da mal eine Notation für einzuführen, die soll an dem Punkt dann gerade gleich sein der Hangabtriebskraft. Also hier F Hang Abtrieb. Das ist also, die soll dann gleich sein, sozusagen der Haftreibungskraft. Und also mit anderen Worten, μr mal der Normalkraft. Jetzt kann ich mich zurückentsinnen, vor zwei Folien oder so hatten wir gezeigt, wie die Hangabtriebskraft und die Normalkraft in so einer schiefen Ebenensituation aussehen. Also hier ist nämlich wieder der Winkel Alpha. Der gleiche Winkel Alpha ist auch hier. Und dann habe ich nämlich, erinnere ich mich, dass die Hangabtriebskraft bei mg Sinus Alpha, und das soll jetzt hier gleich diesen Haftreibungskoeffizienten, Verzeihung, ich habe hier glaube ich noch ein H vergessen, μ
Ups. μ r, h. Hier habe ich wieder mein μ r, h. Mal m mal g mal Cosinus Alpha. Und jetzt kann ich das umstellen. Jetzt sehe ich also erstmal, dass sich m und g rauskürzen. Die Masse ist also hier egal und klein g ist sogar in diesem Fall auch egal. Und ich kann das umstellen und bekomme, dass mein Haftreibungskoeffizient μ rh gleich ist Sinus Alpha geteilt durch Cosinus Alpha. Und das, wenn Sie sich an einfache trigonometrische Identitäten erinnern, ist natürlich gleich Tangens Alpha. Ja, und Alpha, ich könnte auch schreiben, Alpha kritisch, soll also der Winkel sein, wo der Klotz fast anfängt zu rutschen, aber eben gerade noch nicht rutscht. Das ist also, wenn man so will, das Maximum der Haftreibung. Und das kann ich so bestimmen. Und auch das wollen wir uns in einem kurzen Video anschauen. So, in diesem relativ einfachen Versuch lege ich hier ein Objekt, in dem Fall wieder diese Korkscheibe, auf eine schiefe Ebene und ich kann diese schiefe Ebene langsam anheben und wir sehen hier auch den Winkel, den sie mit der Horizontalen macht, bis dann irgendwann das Objekt gerade so ins Rutschen kommt und daraus kann man den Haftreibungskoeffizienten bestimmen. So über Messungen an so schiefen Ebenen kann ich also Reibungskoeffizienten bestimmen. Wir hatten in der letzten Vorlesung Reibung häufig eher so als Störgröße kennengelernt. Und technisch ist es auch so, dass man Reibung ganz häufig nicht haben will. Auf der anderen Seite ist Reibung auch ganz wichtig. Viele Dinge würden ohne Reibung gar nicht funktionieren. Und was passieren kann, wenn der Reibungskoeffizient nicht mehr ausreicht, sehen wir in folgendem Video aus Portland, Oregon. Das ist eine Gegend in den USA, wo es nicht häufig schneit, aber ab und zu doch schneit. So, in dem Video hatten wir gesehen, was passiert, wenn nicht genügend Reibung sozusagen wirkt. Häufig möchte man technisch allerdings auch die Reibung reduzieren. Was man da machen kann, man kann schmieren. Ich kann also zwischen Grund- und Gegenkörper hier irgendwie einen Schmierstoff oder auch Schmiermittel einbringen. Das ist irgendwie häufig Öl, das kann aber auch alles Mögliche sein. Wir wollen uns jetzt hier nicht mit den technischen Details beschäftigen, aber die Idee ist also hier, dass sich irgendwie die Oberflächenstruktur dadurch ändert und ich also Reibung reduzieren kann. Eine weitere Überlegung, die ich anstellen kann, ist, wie hängt denn Reibung eigentlich von der Geschwindigkeit ab? Also hier soll wieder irgendwie eine Masse sein, das ist meinetwegen wieder die Kiste, und hier soll die jetzt sich mit einer Geschwindigkeit v bewegen. Und jetzt kann ich mich fragen, wie hängt das denn von der Geschwindigkeit ab? Und das kann ich also auch an Sie fragen. Was denken Sie mit zunehmender Geschwindigkeit? Denken Sie, dass die Reibung zunimmt, dass die Reibung abnimmt oder dass die Reibung gleich bleibt? Überlegen Sie mal selbst, denken Sie vielleicht auch mal über Ihre Alltagserfahrung nach und halten Sie gegebenenfalls sogar das Video kurz an, um nachzudenken. Ich verrate Ihnen jetzt trotzdem gleich die Antwort. Die Antwort ist tatsächlich C. Zumindest näherungsweise für diese Festkörperreibung spielt die Geschwindigkeit keine Rolle. Ist die Reibung also unabhängig von der Geschwindigkeit? Nun eine letzte Überlegung zur Festkörperreibung, nämlich die Rolle der Auflagefläche. Ja. Man kann sich also fragen, spielt denn die Auflagefläche A eine Rolle? Was ich zum Beispiel machen kann, ich kann so einen Klotz nehmen, wie hier schematisch gezeigt. Ich kann den also auf die sozusagen kleine Auflagefläche stellen oder ich kann den platt bei eine größere Auflagefläche legen. In beiden Fällen ist die Normalkraft gleich, die ist m mal g.
Und die Masse ändert sich ja nicht, nur wenn ich den Klotz umdrehe, aber in einem Fall ist die Auflagefläche groß und im anderen ist die Auflagefläche klein. Auch das kann man schön in einem Experiment mal mit so Klötzchen ausprobieren. Ich möchte Ihnen jetzt hier erstmal so ein bisschen die Theorie dazu geben. Man wird sehen, dass die Reibungskraft tatsächlich unabhängig von der Auflagefläche ist. Auf den ersten Blick ist das vielleicht etwas erstaunlich. Man kann sich das grob so überlegen, dass nämlich die mikroskopische Auflagefläche kleiner ist und auch im Allgemeinen anders ist als die makroskopische gesamte Auflagefläche. Wenn ich also die Situation auf der linken Seite habe, wo ich den Klotz hochkant hinstelle, dann verteilt sich die Normalkraft nur auf eine relativ kleine Fläche, auf eine kleine Auflagefläche. Und ich habe deshalb sozusagen eine, wenn man so will, intensivere Interaktion mikroskopisch gesehen. Und wenn ich den Klotz so platt hinlege, dann verteilt sich die gleiche Normalkraft auf eine größere Auflagefläche. Ich habe weniger Kraft pro Fläche und deshalb führt das dazu, dass ich also mikroskopisch nicht so stark die Auflage habe und dass also sozusagen pro Fläche eine geringe Reibungskraft wirkt. Und das ist dann insgesamt führt das dazu, dass eben die Auflagefläche hier keine Rolle spielt. Kommen wir zu einer kurzen Zusammenfassung zum Thema Festkörperreibung. Wir hatten gesehen, dass die Reibung zwischen Festkörpern näherungsweise unabhängig ist von der Geschwindigkeit, dass die Reibung auch näherungsweise unabhängig von der Auflagefläche A ist. Entscheidend sind ganz klar die Materialien. Es kommt immer sehr darauf an, was reibt auf was. Ist das irgendwie Holz auf Stahl oder Kork auf Gummi und so weiter. Und diese Reibungskoeffizienten kann man eben experimentell bestimmen, zum Beispiel über diese Konstruktion an der schiefen Ebene, die wir hatten. Und hier nochmal also ein Beispiel, beziehungsweise erst nochmal ganz kurz die Notation. Also wir hatten gesehen, dass die Haftreibung immer kleiner oder gleich dem Haftreibungskoeffizienten μRH ist und multipliziert mit der Normalkraft. Wir hatten gesehen, dass die Gleitreibung F-Reibung G gleich ist dem Gleitreibungskoeffizienten μRG mal eben wieder der Normalkraft. Und ich schreibe hier immer Betragszeichen, weil die Normalkraft wirkt natürlich nach unten und die Reibungskraft, je nachdem, in welche Richtung ich schiebe, gegebenenfalls seitlich, wie wir in den Beispielen gesehen haben. Und deshalb schreibe ich hier immer Beträge. Und was wir noch nicht eingeführt haben, aber was man ganz analog definieren kann, man kann auch Rollreibung definieren. Und da habe ich hier eine sogenannte Rollreibung FRR. Und da gibt es dann einen Rollreibungskoeffizienten μRR. Und hier muss ich wieder multiplizieren, auch mit der Normalkraft in diesem Fall. Gut, jetzt kann ich mir ein numerisches Beispiel anschauen. Zum Beispiel die Reibung Stahl auf Stahl, das wäre also technisch sicherlich eine wichtige Situation. Und da kann ich in irgendwelchen Tabellenwerken nachschlagen, dass der Haftreibungskoeffizient von Stahl auf Stahl ist 0,7 und das ist im Allgemeinen größer. Wir hatten gesehen, also die maximale Haftreibung ist tendenziell größer als die Gleitreibung. Und der μ, der Gleitreibungskoeffizient, ist gleich 0,6, ist also so ähnlich. Und das ist viel, viel größer. Sie kennen vielleicht schon dieses Zeichen. Wenn nicht, so zwei größer Zeichen hintereinander bedeutet viel, viel größer als der Rollreibungskoeffizienten von Stahl auf Stahl. Das wäre zum Beispiel typisch ein Phänomen bei Zügen, bei der Eisenbahn. Die rollen auf Stahlreifen und die Schienen sind auch aus Stahl. Und da ist hier der Koeffizient viel, viel geringer, nämlich 0,001. Und deshalb ist es natürlich gut, wenn der Zug rollt und nicht, wenn man den Zug irgendwie über die Schienen einfach schiebt mit starren Rädern. Gut. Als allerletzte Bemerkung möchte ich sagen, dass natürlich auch bei Reibung von Festkörpern aufeinander nicht nur diese Dinge, die wir hier besprochen haben, eine Rolle spielen. Diese Folie ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ich finde sie aber ganz schön. Sie kennen wahrscheinlich trotzdem noch Sebastian Vettel und Jan Ullrich. Und wer, die Frage, wer hier also ein Formel-1-Auto hat so sehr breite Reifen, ein Rennrad hat so ganz dünne Reifen. Das hatten wir ja gerade gesehen, dass zum Beispiel eigentlich die Auflagefläche keine Rolle spielen sollte. Warum baut man also diese unterschiedlichen Reifen? Und da kann man sich überlegen, dass hier natürlich schon auch noch andere Sachen eine Rolle spielen. Also zum einen sicherlich das Gewicht, ja. Ein Rennradfahrer will sicherlich nicht, Verzeihung,
will wahrscheinlich nicht mit so dicken Reifen durch die Gegend fahren, die ein großes Gewicht haben. Insbesondere geht es hier nicht nur um das Gewicht, sondern auch um die Trägemasse. Also wir werden sehen, dass um Dinge in Rotation zu versetzen, man eben da auch Energie reinstecken muss. Und um ein Rennrad zu beschleunigen, möchte man deshalb relativ dünne Reifen haben und nicht so dicke Walzen. Ja. Eine andere Frage ist natürlich zum Beispiel hier der mechanischen Stabilität. Mechanische Stabilität. So mag es für die Reibung egal sein, wie groß die Auflagefläche ist, aber sicherlich, wenn Sie ein Formel-1-Auto mit so dünnen Reifen ausrüsten würden, dann wären die sicherlich nicht stabil genug. Die Reifen würden ganz schnell kaputt gehen durch das Gewicht des Fahrzeugs und durch die starken Beschleunigungen. Ja. Und eine andere Sache ist sicherlich auch noch so Dinge wie Wärme und Abrieb, also Verschleiß, wenn Sie so wollen. Ja, auch da ist es so, wenn ich also zum Beispiel mit einem Formel-1-Auto fahre, werden diese Reifen sicherlich heiß und da bräuchte ich unter Umständen dann doch eine große Auflagefläche, damit sich da diese Wärme zum Beispiel verteilen kann. Es gibt also durchaus andere Sachen, die noch eine Rolle spielen, außer diesen Grundüberlegungen, die wir bisher angestellt haben. Hiermit sind wir am Ende des Themas Festkörperreibung und jetzt wollen wir uns mit Fluiden beschäftigen. Da gibt es zwei ganz wichtige Grenzfälle und die wollen wir uns jetzt erstmal nacheinander anschauen. Da gibt es zum einen die sogenannte Stokes-Reibung, auch Flüssigkeitsreibung genannt. Die gilt für kleine Körper, kleine Geschwindigkeiten und sehr viskose Fluide. Und die sieht folgendermaßen aus. Die Situation soll hier eine Kugel sein, die durch ein Fluid läuft. Diese Kugel hier drüben hat einen Radius R. Radius R. Und sie soll zum Beispiel in diese Richtung laufen. Da hat sie also eine Geschwindigkeit v in diese Richtung. Und diese Reibungskraft, die wirkt immer der Geschwindigkeit entgegengesetzt. Deshalb wirkt also hier die Reibungskraft. Und deshalb steht hier in der Gleichung auch das Minuszeichen. Ja? Und diese sogenannte Stokes-Reibung für ein sphärisches Objekt, also für eine Kugel, das durch ein viskoses Fluid läuft, ist gegeben durch minus 6 Pi Eta R mal V. Und Eta hier ist die sogenannte dynamische Viskosität. Die hat Einheiten von Pascal mal Sekunde. Pascal haben wir noch nicht definiert, werden wir noch kennenlernen. Das ist eine Einheit für Druck. In SI-Einheiten ist es Newton mal Sekunde geteilt durch Meter Quadrat. Typische Werte sind zum Beispiel für Wasser bei Raumtemperatur 0,001 Newton mal Meter durch Quadratmeter geteilt. Sorry, Verzeihung. Newton mal Sekunde durch Meter Quadrat, also durch Quadratmeter. Und ist also in SI-Einheiten ja etwa 10 hoch minus 3. Aber das ist sehr abhängig von dem Medium, was ich da betrachte. Wenn ich also zum Beispiel Motorenöl nehme, dann hätte ich 0,25 Newton mal Sekunde durch Quadratmeter. Gut, diese Stokes-Reibung ist insbesondere dann extrem wichtig, wenn ich kleine Objekte habe und gerade in biologischen Situationen, also zum Beispiel schwimmende Bakterien, irgendwelche Proteine, die in der Zelle rumdiffundieren. Unter solchen Bedingungen, wo ich kleine mikroskopische Phänomene auf der Skala von Mikrometern oder sogar noch wesentlich kleiner habe, da bin ich eigentlich immer in diesem Regime der Stokes-Reibung, die eben proportional zur Geschwindigkeit linear ist. Es gibt einen weiteren wichtigen Grenzfall, die sogenannte Newton-Reibung oder Gasreibung für turbulente Strömungen. Die gilt für große Körper, große Geschwindigkeiten und Fluide und Gase mit geringer Dichte. Und im Grunde die Grundidee ist hier wieder ähnlich. Ich habe eine Kugel. Zum Beispiel, das könnte auch ein anderes Objekt sein, die soll also hier mit einer Geschwindigkeit v in diese Richtung laufen. Und jetzt habe ich hier wieder eine Reibungskraft, F Reibung, die zeigt wieder in genau die Gegenrichtung, ist also der Geschwindigkeit entgegengerichtet. Ich schreibe hier Betragszeichen, weil ich mir sonst also irgendwie so einen Richtungsvektor definieren müsste, weil ich eben hier v Quadrat stehen habe. Ich habe jetzt hier FW geschrieben für Widerstand. Ich könnte auch FR schreiben für Reibung. Und in diesem Grenzfeld der Newton-Reibung oder der turbulenten Reibung habe ich die Widerstands- oder Reibungskraft gegeben durch ein halb mal Rho mal A mal CW mal V Quadrat. Was sind das jetzt hier für Größen? Rho ist die Dichte des strömenden Fluides. Dichten werden wir noch ganz in Ruhe besprechen. A ist die Referenzfläche, das ist also die Querschnittsfläche, die sozusagen durch die Strömung läuft.
Und dann gibt es diesen sogenannten Widerstandskoeffizienten CW. Der ist dimensionslos, den kann man letztlich messen, der hängt von der Form des Objekts ab. Und zu guter Letzt gibt es natürlich die Strömungsgeschwindigkeit V. Und wichtig, hier geht die Geschwindigkeit quadratisch ein. Ja, wir hatten es über der Stokes-Reibung, die war linear in der Geschwindigkeit, hier geht das Ganze proportional zu V Quadrat. Diesen Strömungskoeffizienten CW haben Sie vielleicht schon mal gehört, also der Widerstandskoeffizient oder Strömungswiderstandskoeffizient CW, den sieht man zum Beispiel manchmal im Kontext von Autos, dass irgendwelche Hersteller CW-Werte angeben. Hier sind so ein paar typische CW-Werte notiert. Das Ford Model T, das war das erste Auto, was in der Fließbandfertigung entstanden ist. Das war letztlich so eine fahrende Schrankwand, so ganz eckig. Das hatte einen CW-Wert von fast 1, 0,9. Ein VW Käfer war schon optimiert. Der hatte einen Widerstandskoeffizient von 0,48. Moderne Autos sind noch etwas besser. Die werden auch optimiert in einem sogenannten Windkanal, wie hier unten rechts gezeigt. Richtig optimierte Autos, das sind dann wirklich so flache Flundern, kommen zum Teil auf Widerstandskoeffizienten von 0,1. Und in der Natur gibt es noch optimiertere Formen. Zum Beispiel ein Pinguin hat einen Widerstandskoeffizient von 0,03. Das ist also noch deutlich besser als ein auch schon ziemlich optimiertes Auto. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, welche Reibung benutze ich? Ich habe gesehen, es gibt irgendwie proportional zu V Quadrat. Wie kann ich das entscheiden? Und da gibt es eine sogenannte Reynolds-Zahl. Die heißt, hier ist erstmal definiert, wie die aussieht. Und die heißt nach diesem Herrn Oswald Reynolds, ein britischer Mathematiker und Fluidmechaniker sozusagen, der hat die definiert. Und was ist diese Reynolds-Zahl? Sie ist definiert als Rho mal V mal D durch Eta. Eta ist wieder die dynamische Viskosität. V ist die Geschwindigkeit oder die Strömungsgeschwindigkeit. Rho ist wieder die Dichte. Und D ist jetzt die charakteristische Dimension des Objektes. Ja? Wenn ich also zum Beispiel eine Kugel habe, dann wäre das der Radius. Wenn ich irgendwie ein anderes Objekt habe, ist es also die charakteristische Dimension, die durch dieses Fluid läuft. Wenn ich die Größen hier einsetze und mir die Einheiten betrachte, dann sehe ich, dass diese Reynolds-Zahl dimensionslos ist. Also Einheiten von 1. Und allgemein gilt, wenn also für eine gewisse Situation, wo ich also irgendwie die Dichte kennen muss des Fluids, die Geschwindigkeit, mit der sich ein Objekt bewegt, die charakteristische Längenskala, die das Objekt hat, und die Viskosität Eta, und ich kann das also auch noch zusammenfassen hier, ich kann Rho und Eta zusammenfassen, in eine Größe Nü, die sogenannte kinematische Viskosität. Dann kann ich also jedenfalls ausrechnen für eine gegebene Situation, was die Reynolds-Zahl ist. Und allgemein gilt, wenn ich in einer Situation bin, wo die Reynolds-Zahl kleiner oder von der Größenordnung 1 ist, dann bin ich in einer Situation, dass die Stokes-Reibung gilt. Dann habe ich also eine laminare Strömung. Und in diesem Fall gilt dann, dass die Reibungskraft proportional zu V ist, geht also linear in der Geschwindigkeit. Wenn ich stattdessen in der Situation bin, dass meine Reynolds-Zahl viel größer ist als 1, hier ist also wieder dieses größer, das soll viel größer bedeuten, also nicht irgendwie 1,5, sondern eher so 100 oder 100.000, dann bin ich in der Situation, dass die Newton-Reibung gilt. Newton-Reibung. Und dann ist die Reibungskraft, die da wirkt, tendenziell proportional zu V Quadrat. Jetzt ist es so, Sie können sich vielleicht fragen, was ist denn, wenn die Reynolds-Zahl weder kleiner gleich 1 ist, noch viel, viel größer ist als 1, sondern vielleicht 1,5? Dann im allgemeinen Fall gibt es Terme in der Reibung, die proportional zu V sind, und Terme in der Reibung, die proportional zu V Quadrat sind. Dann habe ich also irgendwie so ein gemischtes Regime. Gut, ich kann mir jetzt diesen Unterschied zwischen laminarer Strömung für kleinen Reynolds-Zahlen und turbulenter Strömung bei großen Reynolds-Zahlen mal in einem kleinen Experiment anschauen, das ich für Sie mitgebracht habe. In diesem Versuch wird die Strömung in einem Rohr visualisiert durch die Zugabe von Tinte und während des Versuchs wird die Strömungsgeschwindigkeit im Rohr erhöht, sodass man von laminarer zu turbulenter Strömung geht. So, um jetzt so ein gewisses Gefühl zu bekommen, was für typische Reynolds-Zahlen auftreten, habe ich hier ein kleines Beispiel für Sie. Wir wollen uns hier kurz drei verschiedene Schwimmer anschauen. Und zwar der erste Schwimmer unten links ist ein Mensch, der also irgendwie durch ein Schwimmbad schwimmt.
Das haben Sie sicherlich alle schon mal gemacht. Die zweite Situation soll ein kleiner Fisch sein. So ein Fisch, der ist typischerweise irgendwie so ein paar Zentimeter groß und schwimmt mit irgendwelchen Geschwindigkeiten von Zentimeter pro Sekunde umher. Und dann der dritte Schwimmer, den ich mir anschauen will, ist tatsächlich ein schwimmendes Bakterium. Also hier so ganz schematisch gezeigt E. coli. Die haben so eine flagellare Motoren, mit der tatsächlich Bakterien auch schwimmen können. Diese Bakterien sind natürlich winzig klein, die kann man nur im Mikroskop sehen. Und jetzt können Sie sich mal überlegen, in welchem dieser Fälle würden Sie denken, dass die Stokes-Reibung gilt? Und würde jetzt hier gleich kurz das Video pausieren. Denken Sie mal darüber nach, was meinen Sie? Und das Kriterium, was man natürlich hier berücksichtigen muss, ist die Reynolds-Zahl. Gut, ich werde Ihnen die Antwort verraten. Die Antwort ist tatsächlich hier nur 3. Ja? Also nur das schwimmende Bakterium ist ganz klar in dem Regime, dass die Stokes-Reibung gilt. Der schwimmende Mensch und der kleine Fisch sind tatsächlich in dem Regime, wo auch turbulente Strömungen noch eine Rolle spielen, also insbesondere beim Menschen. Und wir können jetzt einfach mal sehen, wenn wir Zahlen einsetzen. Ganz allgemein gilt für Wasser, das ist schon mal ein Wert, den Sie sich merken können, die Dichte ist etwa 1000 Kilogramm pro Kubikmeter, also 1000 Kilogramm pro Meter hoch 3. Die kinematische Viskosität, hatten wir schon gesagt, ist in SI-Einheiten etwa 10 hoch minus 3 Pascal mal Sekunde, also 10 hoch minus 3 Kilogramm durch Metersekunde. Und ich kann dann mir dieses Nü schreiben als Eta durch Rho und das ist etwa 10 hoch minus 6 Meter Quadrat geteilt durch Sekunde. Und damit kann ich jetzt für diese verschiedenen Fälle die Reynolds-Zahl ausrechnen. Ich habe das gleich für Sie schon mal gemacht. Für den Menschen, der also so eine charakteristische Längenskala von 1 Meter hat und etwa mit einer Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde schwimmt. Wenn ich schwimme, wäre das schon relativ schnell. Wenn Sie ein guter Schwimmer oder eine gute Schwimmerin sind, können Sie vielleicht auch etwas schneller schwimmen, aber das ist so eine typische Größenordnung. Dann, wenn Sie diese Zahlen mal einsetzen, werden Sie sehen, dass die Reynolds-Zahl tatsächlich 10 hoch 6, also 1 Million ist. Ein schwimmender Mensch ist also ganz klar in dem Regime, dass wir turbulente Strömungen und die Newton-Reibung haben. Für den kleinen Fisch habe ich hier eingesetzt eine charakteristische Längenskala von 1 Zentimeter und eine charakteristische Geschwindigkeit von 1 Zentimeter pro Sekunde. Und da bekomme ich eine Reynolds-Zahl von 10 hoch 2. Die ist also nicht mehr ganz so in dem Extrem, dass ich also komplett diese Newton-Reibung habe. Aber nichtsdestotrotz ist das noch deutlich größer als 1. Und also auch hier spielen turbulente Strömungen noch eine gewisse Rolle. Und letztlich, wenn ich mir das Bakterium anschaue, eine typische Größe von zum Beispiel E. coli ist 1 Mikrometer, also 10 hoch minus 6 Meter. Typische Geschwindigkeiten, mit denen die schwimmen, sind etwa 10 Mikrometer pro Sekunde. Wenn ich das vergleiche, ist das durchaus ganz beeindruckend. Die schwimmen also 10 oder sogar mehr Körperlängen pro Sekunde, wenn ich das sozusagen auf die Körpergröße normiere. Nichtsdestotrotz, wenn ich das einsetze, bekomme ich Reynolds-Zahlen von 10 hoch minus 5 in etwa, also ganz, ganz, ganz viel kleiner als 1. Und damit bin ich also ganz klar in diesem Regime der Stokes-Reibung. Gut, wenn ich weiter mir gucke, wie es in Luft aussieht, ja, dann kann ich sehen, dass hier ist Rho, die Dichte ist deutlich kleiner als im Vergleich zu Wasser. Allerdings ist auch Eta kleiner, sodass Nü sogar in etwa die gleiche Größenordnung hat. Und in der Luft sind typischerweise die Geschwindigkeiten etwas größer. Und hier ist also in diesem Schematik sind so ein paar Sachen mal eingezeichnet. Wir sehen hier also, Reibung in Luft ist fast immer in dem Regime von großen Reynolds-Zahlen, also die Reynolds-Zahlen wesentlich größer 1, sodass ich also Turbulenzen berücksichtigen muss und ich in diesem Regime der Newton-Reibung bin. Gut, jetzt will ich Ihnen noch ganz kurz ein Beispiel zeigen, dass diese Werte für Eta durchaus um viele Größenordnungen variieren können, also die Viskositäten. Und zwar ist hier ein Experiment, das auch manchmal als das langweiligste Experiment der Welt bezeichnet wird. Hier ist also ein Trichter und in den hat vor vielen Jahren, nämlich 1930, ging das los, jemand so Teer, also so eine ganz, ganz, ganz viskoses Fluid eingefüllt. Das nennt sich also Teer auf Englisch ist Pitch. Und das nennt sich auch das sogenannte Pitch Drop Experiment. Und diese
Dieses sehr viskose Fluid, dieser Teer, tropft jetzt tatsächlich aus diesem Trichter raus. Der ist also unten offen. Man sieht da unten auch so einen Tropfen. Allerdings geht das wahnsinnig langsam. Seit 1930 hat man nur 8 Tropfen beobachtet. Man kann tatsächlich aus dieser Ausflussgeschwindigkeit, wenn Sie so wollen, aus dieser Tropfgeschwindigkeit Eta bestimmen. Das ist sowas wie 2 mal 10 hoch 8, ist also etwa 11-mal größer als die Viskosität von Wasser. Und mittlerweile ist dieses Experiment natürlich eher so ein bisschen Folklore. Und in der Tat, in Australien ist es wohl so, wenn sich der nächste Tropfen quasi gebildet hat und also am Punkt ist, dass er unter Umständen bald runterfällt, dann kommen also Fernsehcrews dahin und filmen dieses ganze Experiment. Gut, das ist also das langweiligste Experiment der Welt. Zu guter Letzt wollen wir nochmal nicht ein Experiment, aber eine kleine Rechnung machen, die auch hoffentlich nicht so langweilig ist. Und zwar möchte ich mich kurz noch mit Folgendem beschäftigen. Wir haben in Deutschland alle Jahre wieder eine Diskussion darüber, ob man nicht vielleicht ein Geschwindigkeitslimit, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen einführen sollte. Ja? Und ich vermute mal, Sie sind alle schon mal mit dem Auto auf der Autobahn gefahren. An manchen Orten, zumindest in Deutschland, gibt es da keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in den USA auf einem Highway gefahren ist. Wenn Sie da schon mal waren, dann werden Sie wissen, dass in den USA überall Geschwindigkeitsbegrenzungen sind. Und zum Teil sind die sogar relativ rigide. Also häufig sind es 70 Meilen pro Stunde, manchmal sogar weniger. Was ich mir jetzt überlegen will oder was ich mich jetzt fragen will, ist, welche Auswirkungen hat denn so ein Geschwindigkeitslimit auf die Reibung und die Reibungskräfte, die für fahrende Autos wirken? Und für ein fahrendes Auto bin ich in sehr guter Näherung in diesem Limit der Newton-Reibung, dass ich also proportional zu V² bin. Natürlich gibt es da auch andere Reibungskräfte, also zum Beispiel gibt es auch Festkörperreibung der Reifen und so. Wir hatten zum Beispiel gesehen, dass Rollreibung tendenziell sehr gering ist und insbesondere wenn ich bei hohen Geschwindigkeiten bin, dann wird ganz sicher die Luftreibung hier dominieren. Was ich mir jetzt anschauen möchte, wenn ich mal eine typische Geschwindigkeit nehme, also ich gehe mal davon aus, ich fahre auf dem Highway und ich halte mich an die Geschwindigkeitsbeschränkung. Das ist auch recht teuer in den USA, wenn Sie das nicht tun. Dann fahre ich also hier schön brav meine 70 Miles per Hour, 70 Meilen pro Stunde. Eine Meile sind etwa 1,6 Kilometer. Ich kann das also umrechnen und da komme ich etwa auf 112 Kilometer pro Stunde. Und auf der Autobahn, na gut, da kommt es natürlich so ein bisschen auf Sie an und auf Ihr Auto. Gehen wir mal davon aus, dass ich auf der Autobahn also deutlich schneller unterwegs bin, sagen wir mal mit typischerweise sowas wie 150 Kilometer pro Stunde. So, was ich mich jetzt fragen kann, ist, was ist denn das Verhältnis in der Reibungskraft, die ich überwinden muss, wenn ich mit meinem Auto fahren möchte, also zwischen Autobahn, der Situation, wo ich eben mit V-Autobahn fahre, und dem Highway, wo ich eben mit V-Highway fahre. Also was ich sozusagen ausrechnen möchte, ist F, Reibung, Autobahn geteilt durch die Reibungskraft, die ich überwinden muss, wenn ich auf dem Highway lang fahre. Und wie gesagt, ich möchte das eben mit dieser Newton-Reibung nähern. Und ich bräuchte jetzt eigentlich hier diese ganzen Begriffe, beziehungsweise die ganzen Größen, ein halb Rho mal die Fläche mal den Widerstandskoeffizienten CW und jetzt ganz wichtig, V Autobahn zum Quadrat. Und dann teile ich das und jetzt sind wieder die gleichen Größen, ein halb Rho A Widerstandskoeffizient CW mal V Quadrat Highway. Und dann sehen Sie natürlich schon, da kürzt sich jetzt ganz viel weg, denn die Dichte von Luft ist natürlich in den USA und Deutschland in etwa gleich. Ich will davon ausgehen, dass ich sozusagen mit dem gleichen Auto fahre. Dann ist auch die Querschnittsfläche und der Widerstandskoeffizient CW gleich. Das kürzt sich also alles weg. Das Einzige, was hier bleibt, ist 150 geteilt durch 112 zum Quadrat. Und das ist in etwa 1,8. Also so ganz grob gerechnet ein Faktor 2. Und was ich hierbei immer interessant finde, und das kommt natürlich durch diese quadratische Abhängigkeit, obwohl ich scheinbar auf der Autobahn nur etwas schneller fahre als auf dem Highway, habe ich hier durchaus fast einen Faktor 2
in der Kraft, die ich überwinden muss, also wenn ich eben gegen diesen Luftwiderstand fahre. Ich sehe also hier die Kräfte, die wirken, die unterscheiden sich schon durchaus erheblich und wir werden also auch später in der Vorlesung nochmal die Leistung, die nötig ist, ausrechnen. Und wir werden sehen, dass also so eine Geschwindigkeitsbeschränkung schon relativ viel bringt, zumindest im Sinne von, wie viel Kraft muss ich reinstecken oder wie viel Leistung muss ich auch meinem Motor abverlangen, um eben in diesen verschiedenen Geschwindigkeiten zu fahren. Gut, hiermit möchte ich jetzt zum Ende kommen und nochmal eine kurze Zusammenfassung machen. Zunächst zum Thema Festkörperreibung. Wir hatten da gesehen, wir hatten also uns die schiefe Ebene definiert. Wir hatten gesehen, es gibt dort eine Hangabtriebskraft. Das ist mal g mal Sinus Alpha. Alpha ist der Winkel, den die Ebene mit der Horizontalen macht. Und es gibt die Normalkraft, die also sozusagen direkt senkrecht immer auf der Oberfläche steht. Und das ist mg Cosinus Alpha. Dann hatten wir gesehen, dass bei der Festkörperreibung die Geschwindigkeit und die Auflagefläche keine Rolle spielen, zumindest näherungsweise. Wir hatten gesehen, dass die Haftreibung gegeben ist durch die Normalkraft vom Betrage her mal einen Haftreibungskoeffizienten und dass die Gleitreibung gegeben ist durch die Normalkraft mal einen Gleitreibungskoeffizienten. Und wie gesagt, Haftreibung war die Situation, wo sich der Körper noch nicht bewegt, wo ich also zum Beispiel die große Kiste versuche zu schieben, die Kiste sich aber eben noch nicht bewegt. Gleitreibung war die Situation, wo sich das System dann bewegt und ich zum Beispiel die Kiste vor mir herschiebe. Und dann hatten wir gesehen, dass es auch Fluidreibung gibt und wir hatten uns zwei Grenzfälle insbesondere betrachtet, nämlich einmal den Grenzfall für kleine Körper, kleine Geschwindigkeiten und Viskosefluide. Das ist also der Fall Reynolds-Zahl kleiner gleich 1 oder kleine Reynolds-Zahlen. Das ist die sogenannte Stokes-Reibung und die ist eben minus 6 Pi Eta R mal V, linear in der Geschwindigkeit. Und für den Fall, dass ich eine große Körper, große Geschwindigkeiten und Fluide mit geringer Dichte habe, habe ich diese sogenannte Newton-Reibung und ich sollte hier besser wieder den Betrag schreiben. Aber das Minus meint hier also, beziehungsweise wenn ich den Betrag schreibe, sollte ich Plus schreiben. Also was ich hier meine ist, dass es wieder eine Kraft ist, die der Bewegung entgegengerichtet ist. Und die geht in dem Fall hier wie ein halb mal R mal A mal CW mal V Quadrat. Wichtig ist hier also die Abhängigkeit mit V Quadrat. Und Rho ist die Dichte, A ist die Fläche und CW ist dieser Widerstandskoeffizient, der von der Form des Körpers abhängt, der sich dadurch irgendwie ein Fluid oder ein Gas bewegt. Gut, damit sind wir am Ende. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Woche. Wir sehen uns am Montag. Auf Wiedersehen.